Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 18. April 2018? Ich habe die Tageshoroskope verändert. Es bleibt alles wie gehabt, aber kommt dazu die Mondmagie. Ich werde in Zukunft die Mondenergie mehr betonen. Immerhin hat ein großer Einfluss auf unseren Alltag und beeinflusst unsere Emotionen. Ich betone auch die Rituale, wie verbinden wir das zum Mondenergie. Und natürlich hat sich auch die Name verändert, das heißt in Zukunft nicht Tageshoroskop, sondern Tageshoroskop und Mondmagie. Und schauen wir an, welche Einflüsse haben wir heute. Sonne bewegt sich in Tierkreiszeichen wieder und steht in Verbindung zum Uranus. Das heißt, es ist etwas klar und deutlich geworden, was möchten wir verändern. Immerhin Uranus sorgt für Umbrüche und Veränderungen, aber auch für Überraschungen. Sonne und Uranus bekommt einen Einfluss von Mirach. Diesem Stern Mirach befindet sich im Sternbild Andromeda. Andromeda ist die schöne Königstochter und wurde gefesselt von den Walfisch, bis dann Perseus befreite und hatte auch Angst. Später hat sich verliebt an Perseus. Das war die Befreiung von Andromeda. Das hat eine symbolische Bedeutung. Wir sollen von unserem Ängste befreien. Mirach ist ein Glücksstern. Und weil zu Uranus in Verbindung steht, das kann natürlich heute bedeuten, dass wir unerwartete Ereignisse haben heute und das bringt uns Glück oder kommt eine Überraschung. Aber das ist auch sehr glücksversprechend. Mirach bedeutet auch Schönheit und Kreativität. Mond hat eine zunehmende Mondphase und bewegt sich im Grenzbereich zwischen Tierkreiszeichen Stier und Tierkreiszeichen Zwilling. Hier im Tierkreiszeichen Stier steht in Verbindung zum Venus und das ist die Liebesplanet. Also das heißt, Liebe, Partnerschaft ist sehr wichtig. Venus bedeutet auch kleine Glück, also das kann heute ein Gewinn bedeuten. Und weil Mond bewegt sich schneller als die Planeten, wechselt die Tierkreiszeichen und übergeht heute schon in Tierkreiszeichen Zwillinge. Und noch zwei wichtige Sachen gibt heute. Saturn ist stationär. Das heißt, Saturn ist im Stillstand, dreht sich um und wird rückläufig. Das wirkt etwas auf unserem Schicksal. Bei dieser Rückläufigkeit kann auch karmischen Erinnerungen sein, karmischen Begegnungen oder kehrt jemand zurück von Vergangenheit. Also dreht sich etwas in unserem Schicksal und das hat mit Vergangenheit etwas zu tun. Dann noch was Wichtiges, Chiron oder Chiron, dieser Heilplanet bzw. Kleinplanet. Asteroid heißt das. Dieser kleine Planet Chiron bewegt sich ab heute in Tierkreiszeichen wieder. Natürlich hat das eine Bedeutung für die Wiedergeborenen, weil das hat mit Verletzungen etwas zu tun, kommen alten Verletzungen wieder hoch, aber gleichzeitig auch die Heilung. Also da dreht sich etwas. Es wird ein Heilprozess, beginnt ein Heilprozess gerade bei uns Wiedergeborenen. Und jetzt schauen wir die Mondbewegung, weil immerhin vermittle ich jetzt die Mondenergie und die Mondmagie. Die heutigen Tag bewirkt die Mond etwas Besonderes, dass wir diese schöpferische Kraft verspüren.
Das ist wie ein Neugeburt. Wir schaffen etwas aus eigener Kraft, aus eigener Energie. Wir setzen unsere Ideen in Tat um und das ist jetzt schon sichtbar. Aber Mond beeinflusst unseren Gefühlszustand. Warum? Weil Mond hat einen Bezug zum Wasserelement und das Wasserelement symbolisiert die Gefühle. Also die Mondenergie hat eine starke Wirkung auf unserem Gemüt, auf unserem Gefühlszustand. Und gerade bei diesen Veränderungen, bei diesem Neuanfang, etwas, was wir umsetzen im Tat, heute kommt die Zweifel. Wir fühlen unsicher, wir zweifeln an etwas. Und jetzt kommt die Mondmagie. Wie können wir das im Einklang bringen, in Harmonie bringen? Wie schaffen die inneren Ruhe? Dabei hilft der Stein Jaspis. Dieser Stein Jaspis sorgt dafür, dass wir wieder die innere Ruhe, die inneren Gleichgewicht finden. Dieser Stein, dieser Halbedelstein Jaspis hilft auch, uns schützt vor Krankheiten, hat auch eine Heilwirkung und gibt uns die Kraft, all das bewältigen, was wir vorhaben und stärkt unserem Wille, unserem Kraft und auch unserem Selbstvertrauen. Also heute, gerade wenn diese Mondenergie beeinflusst unseren Gefühlen und wir neigen dazu, an uns selbst oder an etwas zum Zweifeln, als Gleichgewicht hilft die Jaspis. Wir können die Halbedelsteine auch aufladen mit dieser Mondenergie. Und jetzt übergeht Mond in Tierkreiszeichen Zwillinge und das symbolisiert die Kommunikation, die Kontakte. Also wenn wir Wünsche haben, weil wir warten auf eine Nachricht oder wir warten auf einen Termin oder einen Vertrag, wir wünschen die Kommunikation, die Offenheit, offen über etwas zum Sprechen, auch über Gefühle zum Sprechen, dann können wir jetzt heute Abend mit diesem Mondeinfluss, mit dieser Mondenergie, die Halbedelsteine natürlich mit Mondkraft aufladen. Und wenn das um Liebe geht und wir warten auf ein Gespräch, auf eine Nachricht von unserem Herzensmann oder Herzensdame, dann sollen wir die Rosenquarz benutzen. Das ist der Stein der Liebe mit dem heutigen Mondlicht aufladen. Natürlich, wenn es um inneren Gleichgewicht und Kraft gibt, zum Beispiel etwas ansprechen, dann können wir auch die Jaspis nehmen und wir sollen das mit fließendem Wasser abwaschen oder kurz im Wasser legen, das ist die Reinigung, und dann abends, wenn die Mond leuchtet, entweder im Fenster oder draußen hinlegen, damit die Mondenergie aufgeladen wird, dann haben wir schon als Amulett. Die Jaspis haben die Ägypter als Amulett getragen für die Sexualenergie. Die Ägypter haben das behauptet, das ist die Anziehungskraft größer, die Leidenschaft und die Sexualenergie wird dadurch verstärkt. Wenn wir schon bei den Ägyptern sind, kommt die nächste Stern, wo die Mondbewegung beeinflusst, bestrahlt die heutigen Mond und dieser Stern heißt Alkohol. Und die Ägypter haben zu diesem Stern einen engen Bezug gehabt. Im Mittelalter wurde dieser Stern Alkohol verhext, verteufelt und wurde als Dämon bezeichnet. Da sollte man Angst haben. Aber die Ägypter haben einen anderen Einblick dazu gehabt. Die haben diesen Stern Alkohol beobachtet. Das ist ein Dreifachsternsystem und ändert sich das Licht. Eine ständige Veränderung, die Lichtenergie, die Stärke, auch die Farbe ändert sich. Und genau das haben die Ägypter beobachtet. Und da haben sie die Prophezeiungen gemacht. Und die
Alkoholbeobachtung dieser Stern haben sie beobachtet und dadurch haben sie einen Kalender gehabt, die Schicksalskalender. Die Ägypter nannten das als Schicksalskalender und haben alles eingetragen, welchen Tag ist günstig, welchen Tag ist weniger günstig. Und das haben sie durch die Beobachtung Alkohol von diesem Stern vorher gesehen. Später wurde dieser Alkohol als Dämon bezeichnet, heißt auch von Arabischem, wenn man übersetzt, die meisten Namen von den Sternen kommen von arabischen Sprache. Und von der arabischen übersetzt heißt diesem Stern ein Dämon. Warum? Weil dieser Stern befindet sich im Medusa. Und die Medusa ist die furchterregende, wo natürlich diese Andromeda, diese gefesselte Königstochter Angst gehabt hat. Die nächste Stern, wo auch bestrahlt die heutige Mondbewegung, heißt Alkyone. Alkyone heißt übersetzt, der die Böse stürzt. Vielleicht war diese Medusa, wobei Perseus hat Medusas Kopf abgeschnitten, aber Alkyone kämpft gegen die Bösen. Alkyone ist nichts anderes als die Tochter Atlas und gehört zu den Plejaden. Es sind die Hyaden und die Plejaden, sie sind Schwester und sie symbolisieren auch die Schwesterliebe. Und das bedeutet, dass wir Sieg haben gegen die Böse und auch gibt die Kraft, unsere Ängste zu bewältigen. Und wie wird das auf dem einzelnen Tierkreis zeichnen? Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichnen wieder in Osthorizont auf. Unerwartete Ereignisse, eine Überraschung. Die Wiedergeborenen verspüren die schöpferische Kraft. Die Glück ist da. Das verspricht natürlich Mirach, diese Glück, aber auch die Schönheit und Kreativität, kreative Arbeit oder wir verschönern etwas. Das ist die Wirkung von Mirach. Das durch die Sonnenenergie wirkt auf uns alle, aber intensiv spüren wir Wiedergeborenen. Umbrüche, Veränderungen sind zum Erwarten und was ich schon erwähnt habe, diesem Kleinplanet, dieser Asteroid, Chiron oder Chiron, bewegt sich ab heute im Widder. Das heißt, beginnt ein Prozess der Heilung, eine Transformation. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist ein Aufstieg, wichtiges Thema Liebe, Partnerschaft, sehr schöne Einflüsse und heute ist die Wunscherfüllung, ist sehr gut, diese Energie, etwas zum Wünschen, damit das in Erfüllung geht. Da können wir wieder die Rosenquarz benutzen und etwas wünschen, sei es die Liebe oder die Berufung. Also eine schöne Energie für die Wunscherfüllung. Also wichtiges Thema bei den Stiergeborenen, Liebe, Partnerschaft, schöne harmonische Energie und die Stiergeborenen spüren auch die Lebenskraft, die Gespräche vermehren sie sich und die Schicksal dreht sich in eine andere Richtung durch die Saturnbewegung, beziehungsweise heute bewegt sich nicht, bleibt Stillstand, aber ab heute ist dann eine Rückwärtsbewegung. Saturn wird dann rückläufig, das heißt, das trifft uns alle, aber das ist sehr intensiv spürbar bei Steinbockgeborenen, bei Stiergeborenen, aber auch bei Jungfraugeborenen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen bewegt sich in den kommenden Tagen etwas, eine Überraschung ist zum Erwarten, Gesprächen, in die Liebe, Partnerschaft stabilisiert sich etwas. Finanzen, Werte, Wertschätzung ist immer noch ein großes Thema bei den Zwillingsgeborenen. Bei den Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist mehr Leichtigkeit und mehr Ruhe, mehr Bewegung, aber sie sollen darauf achten, dass es nicht allzu viel ist, sondern sie brauchen auch mal einen gewissen Rückzug oder Meditation, damit sie im Gleichgewicht bleiben, nicht dass die Kraft die verlieren. Liebe Partnerschaft ist sehr wichtig bei den Krebsgeborenen, auch die Familie und da haben die Krebsgeborenen Glück.
Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben eine Aufgabe, eine karmische Aufgabe. Entweder eine karmische Begegnung in die Liebepartnerschaft oder die Berufung, der Beruf ruft. Das ist natürlich die Talente, Fähigkeiten, diese schöpferische Kraft ins Licht zu bringen, in die wahre Berufung nachgehen. Das kann auch ein Thema sein bei den Löwengeborenen. Kommt mehr Leichtigkeit, mehr Bewegung, eine Überraschung ist zum Erwarten, auch das Glück. Bei der Liebepartnerschaft noch ein bisschen Geduld. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen werden in den kommenden Tagen das Gefühl haben, die Luft geht aus, sie werden müde, erschöpft fühlen. Aber in die Liebepartnerschaft kommt mehr Stabilität und das Schicksal dreht sich in eine andere Richtung. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen ist wichtiges Thema, Liebe, Partnerschaft, aber auch Veränderung im Beruflichen. Das kommt auch noch dazu. Keine Angst von diesen Veränderungen, ein schöner Einfluss und genau das spiegelt die Schicksal momentan bei den Wagengeborenen. Und die Tage kommt auch mehr Leichtigkeit, mehr Gesprächen, mehr Bewegung. Aber die Wagengeborenen sollen nicht nur warten, bis sich jemand meldet, sondern sie sollen auch die Kontakt suchen, einen Schritt auf anderen zugehen oder genau hinhören, was der andere meint. Die Tierkreiszeichen Skorpion geboren, fühlen sich gerade ein bisschen unsicher, egal in welchem Bereich handelt, beruflich oder Liebe, wobei die Liebe natürlich ein wichtiges Thema gerade bei den Skorpion geboren, weil da spiegelt sich etwas im Schicksal. Aber weil diese Unsicherheit da ist, würde ich auch dieses Mondritual empfehlen, gerade mit diesem Halbedelstein Jaspis, weil das stärkt uns innerlich und wir haben wieder das innere Gleichgewicht und Gelassenheit. Bei Tierkreiszeichen Schützen geboren ist immer noch eine Wandlung, aber das ist bald vorbei, kommt auch eine Heilenergie in die nächste Zeit und wird in die kommenden Tagen und Wochen die wichtige Thema, die Liebe, Partnerschaft sein. Und die Schützengeborenen können mit einer Überraschung rechnen, unerwartete Ereignisse kommen, Veränderungen und auch Gesprächen. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen dreht sich das Schicksal in eine andere Richtung. Vielleicht das kommt gar nicht so, wie sie das geplant haben, aber wichtig ist, dass sie das verinnerlichen oder Gedanken machen an ihren Wünsche und Sehnsüchte und es im Tat umsetzen. Eine sehr starke Energie, das all das zu bewältigen, mutig zu sein und das als Ziel setzen. Die Steinbockgeborenen sollen auf ihren Herz hören, welche Herzensangelegenheit haben sie und das in Tat umsetzen, das bekommt eine Form, eine Struktur. Auch wenn heute alles so stehen bleibt, trotzdem wird diese Bewegung kommen. Bei Tierkreiszeichen Wassermann geboren geben, nehmen die Gespräche zu. Eine Überraschung ist zum Erwarten, unerwartete Ereignisse und Veränderungen. Vor allem in beruflichen Situationen, beruflich haben die Wassermanngeborenen Glück und das ist ein Aufstieg. Bei Tierkreiszeichen Fischengeborenen in diesem Prozess der Heilung, natürlich, das ist oft mit Schmerz verbunden, erstmal kommen die Erinnerungen, was weh tut, aber das ist ein Prozess, das in Ordnung zu bringen, da eine Heilung, dieser Prozess ist vorbei bei den Fischengeborenen, das startet jetzt bei den Wiedergeborenen und die Fischengeborenen spüren die Intuition, die Inspiration, sie haben auch dieses Vertrauen, das kommt alles jetzt in Bewegung, kommt alles im Fluss, besonders was die Liebe, Partnerschaft betrifft. Die Fischengeborenen haben ein schönes Liebesenergie. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich empfehle noch die Blitzberatungen. Wie funktioniert das? Blitzschnell. Sie schreiben mir ein E-Mail. Beschreiben Sie Ihre Lebenssituation. Sie können das auch ausführlich schreiben. Ich nehme gerne die Zeit dafür. Und dann beantworte ich diese E-Mails noch im selben Tag.
spätestens in den nächsten Tag. Aber ich bemühe mich, noch im selben Tag das zu beantworten. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.